Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 213 von Avorion. Ja, der Thomas Stieler hat geschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber ich kaufe ja ganze Zeit Waffen, die wir überhaupt nicht brauchen, weil es geht doch definitiv um Schiffsausrüstung und zwar ein Slot, der da besetzt wird für Waffen wahrscheinlich, aber keine Waffe. Ja, da haben wir jetzt einen großen Fehler gemacht. Naja, da müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen. Mal schauen, was wir hier noch haben. Ist das hier noch ein Ausrüstungsdock? Kann man jetzt hier gerade wahrscheinlich schlecht sehen. Aber das finden wir raus. Nächsten Ressourcendepot. Okay. Da müssen wir weiter gucken, dass wir nach dem Intro halt schauen, dass wir die anderen Klamotten kaufen. Vielleicht können wir ja das ein oder andere Teil von den Waffen da auch besser machen dadurch. Und, naja, ist egal. Kriegen wir schon hin. Bis gleich. So, da müssen wir mal gucken. Ausrüstungsdock haben wir hier eins. So sehe ich gerade keins. Aber hier ist eins. Können wir dahin fliegen? Ich weiß gar nicht, warum ich in der Drohne bin. Müssen wir letztes Mal noch wen weggeschickt haben, ne? Kann das sein? Aber ist jetzt nicht schlimm. Jetzt fliegen wir erst zum Ausrüstungsdock und schauen, was da los ist. Ist natürlich in der Drohne ein bisschen langwierig, aber wird schon werden, ne? Ja, wo sind die anderen? Das ist eine gute Frage, ne? Hat so eine Drohne eigentlich auch einen Autopilot? Nee, hat sie nicht. Schade. Dann dauert es doch etwas länger, bis wir da sind. Station Urs, der galaktischen Ouf-Glan. Spritquelle hat 319 Rohöl verkauft. Ja, verkaufen tun die schon ganz gut da, ne? 62.000 Credits gekriegt. Ja, dauert doch sehr lange, bis wir da sind, ne? Ja. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir da diese Teile alle kriegen und jetzt mehr auf Module einkaufen gehen und ja, vielleicht schmeißen wir mal immer 4 Module und eine Waffe rein, aber wenn man Pech hat, kriegt man auch eine Waffe raus, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht machen wir auch einfach nur die Waffen besser, die wir da reinschmeißen und gucken, dass wir eine schicke rauskriegen, die uns dann tatkräftig beim Kampf unterstützt, ne? Geht ja auch. Ist auch nicht so schlimm, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir schon der Sache näher. 18.000 Meter waren es, ne? Ja. Ja. Naja, gleich gucken wir, dass wir irgendwo ein anderes Schiff steigen und dann da weitermachen. Noch gute 10.000 Meter. Jetzt sind wir drüber weg, jetzt sind schon weniger wie 10 Kilometer. Nur noch 8, jetzt geht das schon, ne? 7, Spritquelle hat wieder was verkauft. Keine 6 mehr, jetzt schon 5, jetzt müssten gleich die Docks auch schon erscheinen. Da sind welche, das Dock ist glaube ich das nächste. Klappt schon, ne? Und ja, geht's denn? Traktorstrahl. Bin ich gedockt? Glaube nicht, ne? So, das ist jetzt das Richtige hier. Ich will jetzt nicht mit dem System sprechen, da. Ich will eigentlich nur. Halte F.
Geht nicht. Bin nicht gedockt, oder? Jetzt bin ich gedockt, weil die Richtung das Entscheidende war, ne? Super, oder? Von der Seite her klappte das nicht. So, jetzt aber. Wir sind hier, wir kaufen die. Grün geht eigentlich auch noch, nehmen wir auch noch mit. Und den da auch noch. Egal. So, das haben wir alle eingekauft. Dreifach geschützt kriegen wir hier nicht, weil wir nicht mit denen sehr gut befreundet sind oder ausgezeichnet. Gut, dann war es das hier, würde ich sagen. Wir gehen in die Karte. Ist die Frage, wo habe ich das Schiff hingeschickt, ne? Ja, kann ja nur der Traveler sein, die Lady oder der Albatros. Lady und Albatros sind im gleichen Sektor. Hier ist ein Ausrüstungsdock. Ja. Dann springen wir mal hier rein, zu Traveler wechseln. Gucken wir, wie es da weitergeht. So, da oben ist das Ausrüstungsdock. Dann fliegen wir mit dem Traveler da mal schnell hin. Da geht das ja ein bisschen schneller. Der hat dreimal so viel die Geschwindigkeit, viermal, fünfmal so schnell wie die Drohne, sechsmal so schnell wie die Drohne, siebenmal, achtmal und ja, zehnmal so schnell wie die Drohne. Dann sind wir natürlich schon vorbeigezogen. Komm mal näher, ja. Gedockt. Da sind wir gedockt. Ausrüstung handeln. Diese Teile kaufen wir, kaufen wir, kaufen wir. Kaufen wir, kaufen wir. Und die kaufen wir auch alle. Was haben wir hier noch Schickes? Kann ich nicht kaufen. Ein Doppelgravitationsgeschützturm ist jetzt auch nicht so der Hit. Gut, haben wir das. Einmal auf die Karte. Wartet uns jetzt aufgedeckt von Kapitän Uwu Pumpt. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Ah, das war einer von unseren Leuten, der das da gemacht hat. Und der hat eine Notiz da reingeschrieben. Krass. Okay, wir müssen aber gerade nach Ausrüstungsdocks gucken. Ja, da ist eins. Das heißt, wir können mal den dahin sprengen lassen, ne? Wer war das jetzt? Der Traveler, der soll mal jetzt dahin fliegen. Das und das. Ach so, dann geht das nicht, wenn das nur mit einem Sprung, ne? Dann machen wir das halt so. Konnte ins Computer eingeben, ja. Und dann raus aus der Karte, hierhin und Autopilot an. Aber das geht nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Na, da müssen wir selber springen. Ja, jetzt sind wir da irgendwo noch gegengebaselt. 6000 Punkte vertan. Okay, egal. So, einmal hier, einmal da. Kriege ich das jetzt irgendwie ins Visier? So auch nicht. Ah, doch, so geht's.
So, jetzt fliegt er da erstmal hin. Und wir gehen jetzt erstmal in die Lady zum Beispiel, ne? Zu Lady wechseln. Gucken wir da rein. Die müsste ja auch noch an so einem Dock sein, oder? Okay, wir sind direkt noch daneben. Jetzt, da ist es. So noch ein bisschen näher. Vier halten, Traktorstrahl können wir schon drücken. Dann machen wir das doch. Okay. Ja, geht auch nicht gerade schnell, ne? So, gedockt sind wir. Gucken wir rein. Ausrüstung handeln. Das hier. Aber wir kochen da sowieso erstmal alles weg. Und wandert jetzt hier welche? Selten. Und das sind ungewöhnlich. Ja, die nehmen wir auch noch mit. Ist egal. So, fertig. Power Doppel dürfen wir nicht. Schade. Nehmen wir auch mit. Alle nehmen wir mit. So, das war's dann hier erstmal wieder. Karte. Albatros wird angegriffen. Dann spring schnell weg da. Und da gibt es auch noch eine Ausrüstung, Docks, also alles gut. Ist ja schon weggesprungen, ne? Jetzt gehen wir mal in Albatros gerade rein und gucken uns den an. Dann können wir dem noch sagen, wohin soll. Ich sehe jetzt gerade nicht. Hier war doch auch ein Ausrüstungsdock, oder? Stand doch da gerade eben, da habe ich mich vertan. Doch, da ist es. Wo ist es denn? Ah, da oben in dem Wirrwarr. So, dann Autopilot an, Stopp. So, der fliegt dahin. Jetzt gehen wir aber hier wieder hin und wo war unser zweites Schiff, der Traveler? Da müssen wir jetzt reinspringen und dann gucken, weil der ist ja schon da. Oder sollte schon da sein, weil das haben wir ja auch angetriggert, ne? Wenn wir jetzt sehen würden, wo es ist, da oben soll es sein. Ey, ich hab dem doch gesagt, flieg dahin, oder? Oder war es ein anderes Schiff, dem ich das gesagt habe? Das weiß ich jetzt natürlich nicht so ganz genau. Autopilot. Stopp. Docken. Fliegt er jetzt dahin? Ja. Suche die Karte raus. Die Lady hatte ich vorhin weggeschickt, ne? Dann gucken wir mal gerade zur Lady rein, ob die das gemacht hat, was wir wollten.
Kann jetzt nicht sein, dass es dann ausgeht, ne, wenn ich da rausspringe. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Also die Lady müsste jetzt am Ausrüstungsdock sein, weil die haben wir auf jeden Fall auch zu einem geschickt, meine ich. Aber das ist hier kein Ausrüstungsdock, oder? Oder doch? Doch, muss es sein. Ach so, da sind es irgend so ein Werbebanner da oben, nicht Waffenfabrik oder so. Dann passt das ja. Ausrüstung handeln. Ausverkauft. Hat man hier schon gekauft bei denen? Okay. Ich war davon überzeugt, dass wir hier noch nicht waren. Dann würde ich sagen, wieso ist denn die Lady da? Und das ist so weit weg von den anderen. Gut. Dann fliege ich da hin und alles ist gut erstmal. Ja, dann bedeutet das jetzt, dass wir mal rauszoomen und da reinzoomen und gucken, Piraten greifen den Sektor an. Na, das ist, glaube ich, da, wo wir jetzt sind, ist also egal. Albatros sind wir weggeflogen, hatten dann aber den Auftrag gegeben, zum Dingens zu fliegen. Gut, schauen wir da nochmal rein. Wir sind gedockt, ja. Ausrüstung handeln. Kaufen wir, kaufen wir, kaufen wir. Du musst an die Station gedockt sein, bin ich doch. Ah, das ist, weil die Station so wackelt, deswegen wahrscheinlich. Warum wackelt die aber so? Krass, oder? Naja, irgendwer wird schon wissen, warum die so wackelt. So, Forschungsstation. Die ist da unten. Docken. Fertig. Aber ich würde mal sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.